Der Foliennavigator in PowerPoint 2010. Herzlich willkommen zum neuen Videotutorial. Ja, auf der linken Seite sehen wir den Foliennavigator. Hier sind die einzelnen PowerPoint-Folien in der Reihenfolge dargestellt, wie sie dann auch später in der Präsentation der Reihe nach kommen. Man kann aber auch einzelne Folien ausblenden. Wenn ich sie nicht unbedingt löschen will oder vielleicht für später für einen anderen Vortrag brauche, dann kann ich sagen, Folie ausblenden und dann sieht man, die 2 ist hier durchgestrichen. Wenn ich jetzt die Präsentation starte mit F5, dann habe ich also die Startfolie hier und beim nächsten Klick komme ich sofort auf die Folie 3 mit dem Beispielfilm. Das Ganze lässt sich aber natürlich rückgängig machen. Ich klicke hier einfach wieder mit der rechten Maustaste drauf. Folie ausblenden, deaktivieren und man sieht, die 2 ist wieder vorhanden. Machen wir mal den Test. F5 und auf der Seite 2 sehen wir die Tulpen. Neben dem Foliennavigator haben wir unten noch einen Notizbereich. Das kann sehr praktisch sein. Man soll ja die PowerPoint-Folien nicht mit Text zumüllen. Man soll auch nicht riesigen Textmenge aufführen, weil lesen kann praktisch jeder selber und ablesen soll man das praktisch auch nicht lassen. Deshalb haben wir hier die Möglichkeit, dann entsprechende Notizen zu erstellen, wo man dann später in einer Referentenansicht oder wenn man die Präsentation ausdruckt, diese Notizen dann zur Verfügung hat und der Zuschauer sieht dann nur das Bild mit den Tulpen und hier hat man die Informationen, die man dann dazu erzählen möchte. Schauen wir uns noch unter Ansicht an, wie PowerPoint noch eingestellt werden kann. Sind jetzt hier in der Normalansicht. Es gibt aber auch die Ansicht Foliensortierung. Hier sind dann alle Folien dargestellt, die in der Präsentation drin sind. Die Notizen sind ausgeblendet und der Foliennavigator natürlich. Ist auch möglich, eine Leseansicht einzustellen. Hier sind dann nur die einzelnen Folien da und hier kann ich mich wieder nur dem Inhalt widmen.